Berufsorientierung 2021. Als eine von 50.000 Schülerinnen nimmt Romy aus Darmstadt an den Inspiration Days teil. Es ist das größte Online-Event, bei dem Jugendliche Vorträgen von Promis wie Ex-Fußballer Michael Ballack, Moderator Joko Winterscheid, Astronautin Susan Randall und vielen mehr lauschen und selbst Fragen stellen können. Das Wichtigste ist immer, dass man erkennt, wie komme ich zum Ziel, ja? Wie komme ich zu einem Ziel. Romy ist 16, besucht die 10. Klasse und wollte eigentlich mal Schauspielerin werden. Für sie ist es inzwischen ganz normal geworden, dass heutzutage fast alles nur noch online stattfindet. Ich glaube, ganz am Anfang im März 2020, als dann kam, ja, Lockdown, ihr habt keine Schule mehr, hat man sich schon ein bisschen gefreut. Aber nach einem ganzen Jahr, in dem man einfach niemand mehr gesehen hat, wirklich in der Schule, außer zwischendurch irgendwie nur so ein, zwei Monate, freut man sich auf jeden Fall schon drauf. Also ich habe jetzt Donnerstag Kurzunterricht, irgendwie nur so 4 Stunden oder so. Und dann halt immer Wechselmodell, mal 2 Tage, mal 3 Tage die Woche. Und darauf freut man sich dann schon, also ich auf jeden Fall. 64% der Jugendlichen sollen laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie wegen der Corona-Pandemie seelisch leiden. Das äußert sich zum Beispiel in Form von Stress, Antriebslosigkeit und Schlafproblemen. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich an der Pandemie liegt, aber ich persönlich habe wirklich in letzter Zeit schlimme Schlafstörungen und kann schlecht einschlafen und schlafe auch unfassbar lange, aber das war schon immer so. Und ansonsten, ich glaube auf jeden Fall, dass es manche Leute seelisch mitnimmt, gerade da einfach diese sozialen Kontakte fehlen und dass manche Leute wirklich so aufrecht hält. Dinge, die früher normal waren, wie der erste Urlaub mit Freunden, erste gemeinsame Partys und der erste Kuss. Auf all das müssen Jugendliche gerade verzichten. Mehr als die Hälfte der 16- bis 21-Jährigen hält die Corona-Maßnahmen laut einer Studie der TUI-Stiftung für angemessen. 61% fühlen sich laut der Bertelsmann-Studie infolge der Pandemie trotzdem teilweise oder dauerhaft einsam. Ich habe momentan keinen Freund, aber ich hatte im ersten Lockdown einen und es war dann schon schön, dass man so eine Person hatte, die man dann so täglich besuchen konnte und mit der man das täglich unternehmen konnte. Aber ich habe es doch nicht nötig und ich brauche es momentan auch nicht, da ich einfach meine besten Freunde habe und meine engsten Freunde und für die bin ich so dankbar, wirklich. Und deswegen ist es, wenn man drüber nachdenkt, schon schade, dass man momentan keine neuen Leute kennenlernen kann. Hinzu kommt, wer jetzt in einen Job einsteigen will, hat es nicht leicht. 10% der Betriebe planen dieses Jahr nur wenige oder gar keine Ausbildungsplätze anzubieten. Romy möchte erstmal ihr Abitur machen. Ich merke das auch gerade von jetzt Freunden bzw. halt der Freundin von meinem Bruder, die studiert ja gerade und die hat es halt schon schwer. Also die hat sonst auch Druck, ganz normal, wie man es eben beim Studium hat. Aber jetzt mit der Pandemie, man merkt schon, es ist sehr stressig und ich möchte gar nicht darüber nachdenken, wie es wäre, müsste ich jetzt wirklich nächstes Jahr anfangen zu studieren. Ich glaube, ich würde mir komplett Stress machen und ich wüsste nicht ganz genau, wie ich das machen soll. Die 3-tägigen Inspiration Days sollen Ängste nehmen, Wege aufzeigen, Jugendlichen Mut machen, an ihren Träumen festzuhalten. So wie Astrophysikerin Susanna Randall. Die 42-Jährige aus Köln macht gerade nebenberuflich ihre Ausbildung zur Astronautin. Es gibt nicht viele Tickets ins Weltall. Also bei mir war das genauso. Ich bin dann irgendwann als Jugendliche halt realistisch geworden, habe gesagt, okay, Astronautin, ja, vergiss es. Also da gibt es ja kaum Stellen. Da gehört auch wahnsinnig viel Glück dazu und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und deswegen ist es dann sehr, sehr wichtig, auch einen Plan B zu haben. Also bei mir war das eben die Astrophysik. Das ist tatsächlich was, das kann man studieren. Da hat man dann einen Berufsweg. Also das ist was, womit man dann auch ein bisschen planen kann. Laut Oxford Economics können die Chancen der Jugendlichen auf einen Job in Zukunft sogar sehr gut sein. Die Pandemie sei zum Katalysator für die digitale Welt geworden. Das Arbeiten aus dem Homeoffice ist ebenso selbstverständlich geworden wie die digitale Kommunikation mit Kunden und Kollegen. Das könnte jungen Menschen wie Romy also durchaus den Berufseinstieg erleichtern. Die Inspiration Days haben sie auf jeden Fall zuversichtlich gemacht.